Hallo Leute, heute geht es ums Thema Abisolieren und natürlich wieder um nützliche Gimmicks und Tools, die man da haben könnte. Das habe ich gerade in meiner kleinen Werkstatt gefunden. Ein Teil, das ich euch unbedingt zeigen wollte, weil das echt cool ist. Und zwar hier diese, ist hier so eine Zange. Und das ist eine sogenannte automatische Abisolierzange. Und ja, wie funktioniert die? Also ich habe hier so ein Stück Draht und das hier abzuisolieren ist immer, wenn ihr noch die alten Zangen wisst, dann müsst ihr es erst einstellen und dann hier schauen, dass ihr nicht zu weit kommt, weil sonst cuttet ihr das Ganze, also schneidet ihr den ganzen Draht durch. Wie funktioniert jetzt das hier mit diesem Gerät? Also, das steckt ihr hier rein, sagt, das könnt ihr hier mit diesem roten Teiler, könnt ihr sagen, okay, wie weit wollt ihr hier abisolieren? Also den schiebt ihr einfach nur noch weiter nach hinten oder nach vorne, könnt ihr hier mit diesem Teiler machen und dann schiebt ihr den hier rein, dann drückt ihr zusammen, jetzt muss ich schauen, dass es so passt, ihr seht, jetzt schiebt ihr hier rein bis auf Anschlag, wie gesagt, diesen roten Anschlag könnt ihr nach hinten variieren, was ihr wollt, drückt hier rein und dann schneiden hier diese inneren der Backen, schneiden hier die Isolierung sozusagen auf und wenn das passiert ist, tut es ein bisschen, seht ihr, ihr habt so ein Stück hier abisoliert. Und das ist wirklich eine coole Geschichte und dann hier so als kleines Obergimmick gibt es hier unten noch so ein Cutter, da könnt ihr wieder zack die Geschichte abschneiden und dann könnt ihr wieder sagen, ja gut, jetzt brauche ich hier ein paar Millimeter mehr, jetzt geht es hier ein bisschen nach hinten, also den roten Bolzen habe ich jetzt nach hinten geschoben, stecke hier wieder rein, drück drauf, zack, fertig, abisoliert. Wie gesagt, sowas unter dem Weihnachtsbaum rein oder sowas kann man immer brauchen, ist eine coole Geschichte. Ja, das nur so am Rande, war wieder meine Folge aus Tools, die ein Ingenieur Elektrotechniker haben sollte. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in wie immer 5 Minuten.